Heute wollen wir diesen Catch-Can-Filter installieren. Das ist Teil der Kurbelwellengehäuse-Entlüftung. Normalerweise soll der mit diesem Edelstahlbügel hier hinten an die Spritzwand montiert werden. Da aber der europäische Pajero im Motorraum etwas anders aufgebaut ist, der Filter kommt ursprünglich aus Australien, werden wir hier ein bisschen improvisieren müssen und müssen uns für den Filter einen anderen Montageplatz suchen. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich den hier an den zweiten Batteriekasten montieren werde. Warum machen wir das Ganze? Wir haben hier die Kurbelwellengehäuseentlüftung, also das im normalen Betrieb des Motors dringen Gase, also Kompressionsgase, gehen am Kolben vorbei und gelangen ins Kurbelwellengehäuse. Und wenn die da bleiben würde, würde sich da im Laufe der Zeit ein immer größerer Druck aufbauen und irgendwann würde der Motor platzen. Deswegen hat man hier eine Kurbelwellengehäuseentlüftung, die diese Gase quasi ableitet. Früher, bei so ganz alten Amerikanern zum Beispiel, sieht man das manchmal noch, gab es hier einfach, erst hat man die einfach so in die Umwelt geleitet. Das ist natürlich schlecht, weil die relativ öl- und sprithaltig sind, diese Abgase. Wie gesagt, bei so alten amerikanischen Motoren sieht man dann manchmal noch, dass hier so ein kleiner Filter dran ist, der wenigstens versuchen soll, das Öl abzutrennen. Bei modernen Autos ist man dazu übergegangen, diese Gase aus dem Kurbelwellengehäuse in den Lufttrakt wieder zu pumpen. Man sieht, das hier ist verbunden mit dem Schlauch, der aus dem Luftfilter kommt. Dann geht das Ganze da unten in den Turbolader, aus dem Turbolader in den Motor und dann sollen diese Abgase verbrannt werden. Soweit die Theorie. In der Praxis ergeben sich daraus gewisse Probleme und zwar in Verbindung mit der Abgasrückführung. Die Abgasrückführung ist ja ein Teil des Emissionsschutzes. Da wird hier hinten wird ein Teil der Abgase entnommen, wird hier in den Abgasrückführungskühler eingebracht. Hier wird es dann mit Wasser abgekühlt und läuft dann über dieses Rohr hier hinten in das Abgasrückführungsventil. Das hier ist der Elektromotor. Wenn das Steuergerät sagt, der Wagen ist warm genug, dann wird das geöffnet und dann wird ein Teil der Abgase wieder in den Zuluftstrom gepumpt. Dadurch erreicht man bessere Emissionswerte. Das Problem bei modernen Dieseln, aber auch Benzin-Direkteinspritzern, ist, dass diese Abgase relativ rußhaltig sind. Beim Benziner nicht ganz so stark, aber beim Diesel natürlich sehr stark rußhaltig. Das sitzt da auch vor dem Dieselpartikelfilter. Und wenn ich diese rußhaltigen Abgase wieder in den Ansaugluftstrom zurückgebe, dann verkokt das hier. Ich werde in Kürze werde ich auch noch ein Video zeigen, wie man hier das AGR ausbaut und reinigt, beziehungsweise die ganze darunter liegende Ansaugbrücke ausbaut und reinigt. Und dann werde ich euch zeigen, wie verkokt das alles ist. Hier kommt also Ruß in Verbindung mit öliger Luft aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung, gibt das halt so einen klebrigen, schmierigen Brei. Und dieser Brei verstopft, verklebt dann die gesamte Ansaugbrücke, inklusive der Drallklappen und was da alles noch ist. Wie gesagt, das werden wir sehen, wenn wir zu dem Video zur Reinigung kommen. Abgasrückführung deaktivieren ist nicht erlaubt. Der Einbau eines Catch-Can-Filters ist, soweit ich weiß, ebenfalls in Deutschland nicht zulässig, zumindest im öffentlichen Straßenverkehr. Auch da möchte ich vorwarnen. Hoffnung, dass die Öldämpfe aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung hier abgeschieden werden, nicht mehr in den Ansaugluftstrom gelangen und dadurch die weitere Verkokung oder die nach der Reinigung erneute Verkokung zumindest deutlich verlangsamt wird. Als erstes werden wir jetzt die Batterie ausbauen. Das filme ich euch nicht. Da werden wir den Kasten rausnehmen und gleich gibt es noch ein paar Detailbilder dazu. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, bin ich ein Fan von zeitwertgerechter Reparatur, Instandsetzung. So ein Batteriehalter, das ist der von der Zweitbatterie auf der Beifahrerseite, ist schon ein bisschen rostig. Ich mache mir da jetzt nicht so riesen viel Mühe. Ich habe jetzt hier mit einer Drahtbürste den losen Rost und den losen Lack ein bisschen abgekratzt. Und dann nehme ich hier
Overtrol, das hat sich bei mir sehr bewährt. Das ist eine Art Leinölfirnis. Das topfe ich einfach mit einem kleinen Pinsel da drauf. Wichtig ist, soweit es geht, nur die Roststellen zu erwischen. Auf normalem Lack hält das nicht so gut. Und dann lasse ich das 24 Stunden trocknen und dann wird da einfach einmal mit der schwarzen Sprühdose drüber gegangen. Bei mir hat sich sehr Branto, Korux, Nitro fest bewährt. Also quasi das hier. Also die Verbindung, ich zeige euch das nochmal, wenn es fertig ist. Schnell, unkompliziert und dauerhaft haltbar und rostet dann. So, hier seht ihr das jetzt. Also wie gesagt, so ein bisschen die rostigen Stellen eintupfen. Das Overtrol zieht in den Rost ein und versiegelt den dauerhaft gegen Sauerstoff und Feuchtigkeit. Und damit ist der Rost dann gestoppt. Und wenn man das überlackiert, sieht das halt auch wieder gut aus. Die Batterie ist ausgebaut. Der Batteriehalter, den habe ich auch ausgebaut. Das ist dieser hier. Den werde ich jetzt mal ein bisschen sauber machen. Und primär ging es mir darum zu gucken, wie es da drunter aussieht. Der Pajero hat ja schon so eine gewisse Neigung zu Rost. Und da wollte ich einfach mal da reingucken, wie es ausschaut. Hier haben wir den Batteriehalter, hier haben wir den Filter, habe ich mir jetzt eingezeichnet. So wird das später an dem Batteriehalterkasten dran sitzen und weil es echt eng ist, und ich ja mit diesen Schläuchen auch noch vorbei muss am Turbolader und es da auch heiß ist und ich über möglichst großen Abstand dankbar bin, habe ich mir überlegt, werde ich das Gerät so ein bisschen schräg stellen. Ich werde also hier eine keilförmige Unterlegscheibe noch einsetzen, damit das so ein bisschen schräg steht. Gebohrt. Diese keilförmigen Distanzhalter. Das Ganze habe ich mit Karosserie-Dichtmasse angeklebt. Auch die Schrauben hier innen drin eingeklebt. Quick and dirty, nur damit es nicht rausflutscht, wenn man es mal losschrauben muss. Und daran wird jetzt der Filter festgeschraubt. Montage abgeschlossen. Wie gesagt, steht jetzt leicht schräg, dadurch kann man es trotzdem noch oben aufschrauben, um den Filter zu wechseln. Wenn ich es gerade gemacht hätte, wäre ich hier mit dieser Versteifung von dem Batteriekasten in Kollision gekommen oder hätte so einen großen Abstand nehmen müssen, dass hier unten der Anschluss relativ nah an den Turbolader, wo es ja bekanntlich sehr heiß ist, gekommen wäre. Ich werde es jetzt mal so ausprobieren, hoffen, dass das funktioniert. Diese dreieckigen Keile sind übrigens einfach Parkettverlegekeile. Falls das jemand nachmachen möchte, was ich ja nicht glaube. Hier unten ist jetzt noch der Schlauch dran angeschlossen. Der wird nachher noch abgelenkt. Da kommt unten ein Ventil dran. Das Gehäuse hier oder der Filter ist ja, wie ich schon erwähnt habe, kein reiner Filter, sondern ein Abscheider. Das heißt, die Luft aus dem Kurbelwellengehäuse geht in den Filter rein, wird da gefiltert, das Öl wird abgetrennt und läuft dann hier unten in den Schlauch. Unten an den Schlauch kommt natürlich ein Ventil, das wird absolut verschlossen. Wir wollen ja nicht die Umwelt versauen, man muss dann einfach regelmäßig dran denken, das Öl abzulassen über das Ventil und natürlich entsprechend fachgerecht zu entsorgen. Gucken wir noch einmal in den Filter rein, bevor wir es verbauen. Kann also hier durch Aufschrauben geöffnet werden und hier drin ist dann diese Filterpatrone
und unten geht es dann in den Ablaufschlauch. Jetzt montieren wir das Ganze wieder. Jetzt haben wir den Filter fertig montiert. Wie man sieht, ist hier zum Turbolader nur relativ wenig Platz. Also ich habe jetzt hier gut 2 cm. Ich hoffe, das reicht, damit er nicht schmilzt. Ich hätte noch ein bisschen höher gehen können. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ich habe den Filter nochmal ein Stück gedreht, damit die Anschlüsse auch wegzeigen vom Turbolader. Und jetzt gucken wir mal, wie der Anschluss funktioniert. Ich bin jetzt ein paar Tage mit der Filterkonstruktion rumgefahren und habe in der Zeit gemerkt, dass die Hitze an der Stelle kein Problem ist. Also obwohl das relativ dicht am Turbolader ist, passiert da nichts. Und jetzt verbinden wir noch die Gummischläuche miteinander, damit der Filter auch in Betrieb genommen wird. Alles installiert und fertig. Wir sehen, hier kommen die Gase aus der Kurbelwellengehäuseentlüftung, gehen hier in den Catchfilter. Dadurch, dass ich den ein bisschen schräg gestellt habe, kann man jetzt hier den Filter rausnehmen, wechseln, säubern. So. Dann läuft das durch den Filter. Hier unten ist der Ausgang. Da habe ich mir jetzt so einen Z-förmigen Gummischlauch noch einzeln gekauft, nachträglich bestellt. Sonst wäre man hier nicht richtig um die Druckdose vom Turbolader rumgekommen. Ich habe den dann noch ein bisschen gekürzt und geschnitten. Und wie gesagt, der fährt jetzt hier mit schönem Abstand zum Schlauch, der Turbolader und Ladeluftkühler verbindet, also relativ heiß ist. Hier habe ich einen schönen Abstand und geht dann hier in den Luftansaugtrakt und dann werden die Restgase im Motor verbrannt. Unten an dem Filter, das sieht man hier, ist dieser durchsichtige Schlauch da hinten, geht ein Schlauch nach unten. Da wird das abgeschiedene Öl und Ruß wird abgelassen. Den Schlauch habe ich im Moment noch nach hier unten gelegt. Den muss ich unten noch mit Kabelbinder ein bisschen festmachen. Und da muss man dann natürlich regelmäßig hier oben an dem Kugelgelenk kann man öffnen und kann dann das Öl ablassen und auf jeden Fall dafür sorgen, dass es nicht in die Umwelt gerät, sondern auffangen und fachgerecht entsorgen. Ich bin jetzt allerdings schon ein paar Kilometer gefahren, so roundabout 100, denke ich. Und wie ihr eben gesehen habt, der Filter ist noch komplett weiß, also scheinbar entsteht da nicht so viel Öldämpfe. Ja, das war's vom Einbau. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne in den Kommentaren.